Herzlich willkommen zur TBC-Videoserie. In diesem Video möchte ich zeigen, wie man TBC installieren kann und wo man die gewünschten Informationen findet. Am besten startet man mit einem Webbrowser und geht auf geospatial.rimble.com. Dann, wenn man ein bisschen runterscrollt, findet man die entsprechenden Produktkategorien. Da gehen wir auf Office Software. Und unter Office Software findet man dann auch das Trimble Business Center. Dann auf der Trimble Business Center Seite haben wir die Möglichkeit, die Software herunterzuladen. Immer die aktuellste Version. Und wenn man ein bisschen runterscrollt, findet man auch die entsprechenden Produktinformationen. Zum Beispiel haben wir hier eine Feature Matrix, wo man sieht, mit welcher Edition und mit welchem Modul dass welche Funktionen verfügbar sind. So kann man einfach prüfen, ob man eine Funktion zur Verfügung hat oder nicht. Dann, was wir auch haben, ist eine YouTube-Seite, wo man Videos findet über neue Funktionen oder allgemeine Videos zum bestimmten Thema. Oder auch sehr spannend finde ich Trimble Business Center Tutorials. Da hat es wirklich zu jedem Thema oder fast jedem Thema gibt es ein Tutorial. Unter Download kann man immer die entsprechenden Projektdateien herunterladen und auch ein PDF, wo der ganze Ablauf beschrieben ist. Gut, also wenn man das TBC heruntergeladen hat, kann man das Exe ausführen und das Ganze installieren. Und wenn man es dann das erste Mal startet, sieht es in etwa so aus. Das ist die Startoberfläche, wo ich meine letzten Projekte sehe. Und da habe ich noch ein Panel mit aktuellen Informationen, wo ich auch informiert werde, wenn es irgendwie Events gibt, ein neues Webinar oder natürlich auch, wenn es eine neue Version gibt. Wenn es ein Update gibt, sehe ich das auch gerade oben. Ich kann da draufklicken und dann wird das Update automatisch installiert.